Mein Schöpfer, der Erhabene, der König der Welten, der Einzigartige, der Barmherzige, der Allgewaltige, der Allvergebende, der mich am Leben Erhaltende. Vergib die Sünden, die ich in mir habe, denn heutzutage stellen sie alles in Frage. Obwohl die Antworten da sind, klar sind, Gottes letzte Offenbarung, der Koran ist. Menschen, die sich als Muslime behaupten, obwohl sie die fünf Säulen des Islams nicht befolgen. Die Spuren vom Scheitan sind deren Träume. Anstatt zu bereuen, empfinden sie Freude. Ich bin nicht besser, ich mache auch Fehler. Doch als Hasanat-Jäger richte ich das an die Rapper, die sich aufführen wie die letzten Assis. Ihr seid doch alles andere als kreativ. Echo, Savas, Bushido, Haftbefehl. Ich schließe euch in meinem Nachtgebet. Ich mache Dua für euch, auch für dich massiv. Fürchtet Allah, er ist der, der alles sieht. Sei ein Mann wie Hazrat Ali. Sei gerecht wie Hazrat Ömer. Sei ein Spender wie Abu Bakr. Dein Vorbild ist Hazrat Muhammad. Sei ein Mann wie Hazrat Ali. Sei gerecht wie Hazrat Ömer. Sei ein Spender wie Abu Bakr. Dein Vorbild ist Hazrat Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Was passiert, wenn sie es nicht verstehen wollen? Wenn sie in der Finsternis vollkommen verschollen, den Status der muslimischen Frau versauen und es nicht mal aufrichtig bedauern? Euer Gerappe ist giftiger als eine Schlange. Anstatt mal mit Gottes Gabe richtig zu handeln, bringt ihr über meinen Glauben eine echte Schande. Sowas kostet mehr als nur die rechte Wange. Hört mal, wo bleibt die Angst vor eurem Schöpfer? Warum seid ihr denn so undankbar? Oh Allah, vergib mir, dass ich so zornig werde. Doch ich merke, dass sie es nicht anders lernen. Sie wissen nicht, dass du die wahre Stärke bist. Sie messen sich, wer der Härtere ist. Mein Schöpfer, helfe diesen verlorenen Seelen. Gepriesen sei Allah, nur er kann ihn vergeben. Ihr wollt eine heiße Party, die Hölle steht bereit. Der Scheitan als Türsteher sagt, kommt herein. Herzlich willkommen, warum zögert ihr Brüder? Ihr wart doch auf der Dunya die größten Sünder. Sei ein Mann wie Hazrat Ali. Sei gerecht wie Hazrat Ömer. Sei ein Spender wie Abu Bakr. Dein Vorbild ist Hazrat Muhammad. Sei ein Mann wie Hazrat Ali. Sei gerecht wie Hazrat Ömer. Sei ein Spender wie Abu Bakr. Dein Vorbild ist Hazrat Muhammad. Allahs Frieden und Segen auf unseren geliebten, edlen Propheten und seinen Gefährten. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sei ein Mann wie Hazrat Ali. Sei gerecht wie Hazrat Ömer. Sei ein Spender wie Abu Bakr. Dein Vorbild ist Hazrat Muhammad. Sei ein Mann wie Hazrat Ali. Sei gerecht wie Hazrat Ömer. Sei ein Spender wie Abu Bakr. Dein Vorbild ist